So, da bin ich wieder. Und jetzt kommt die erste richtige Spielefolge. Wir müssen erstmal auskundschaften, wo wir überhaupt sind, weil die Welt als solches ist die gleiche, wie wir sie früher hatten. Ja, das war klar. Die Welt als solches ist die gleiche, wie wir früher hatten. Also die Leute, die die Underworld Map gespielt haben und sich von da bis an die Oberfläche hochgekramt haben. Die werden diesen Ort hier kennen, aber ich habe halt hier noch nie gehaust. Dementsprechend kenne ich mir noch nicht so aus. Daher werden wir erstmal ein bisschen rumreisen und dabei hier erstmal schon gleichzeitig ein bisschen Holz einkloppen. Und ja, ich persönlich habe so eine Angewohnheit bei meinem Test, ich klaue nur das Holz, was hier so extra rumliegt. Ja, ich will ja hier keine Bäume fällen. Die unterstützen das Ökosystem und ich bin nicht daran interessiert, hier irgendwie das Ökosystem unnötig in Mitleidenschaft zu ziehen. Des Weiteren habe ich das Fenster aufgemacht. Der Rechner sollte sich also bald beruhigen. Und wir sollten uns mal überlegen, in welche Richtung wir jetzt eigentlich gerade gehen. Bevor wir erstmal hier weiterspielen, werde ich das Ding erstmal, genau, würde es erstmal deaktivieren. Jetzt sehe ich nämlich nicht mehr, wo wir sind. Das heißt also, ich kann mich daran auch nicht orientieren. Wobei das wahrscheinlich sowieso ein bisschen unnötig ist, weil wir werden das jedes Mal deaktivieren müssen. Also spätestens, wenn ich mal nicht dran denke, es zu deaktivieren, kann ich mich daran schon dann doch wieder orientieren. Naja. So, ich laufe erstmal runter. Vielleicht kommen wir so relativ schnell ans Wasser ran. Ich lasse mich ja immer gerne in der Nähe von ja, Wasser nieder. Aber hier ist kein Wasser, sondern hier geht es gleich wieder hoch. Das ist natürlich, geht es da weiter runter? Sieht so aus. Blumen gibt es hier auf jeden Fall schon mal, das ist sehr schön. Hätte ich hier beinahe einen Baum abgeholzt. So, ne, geht's auch wieder hoch. Ah, ich würde gerne zu Wasser. Da vorne ist eine Lichtung. Ne, doch nicht. Ich hatte nur noch nicht geladen. Apropos Laden. Ne, Sichtbarkeit ist bereits bei 200%. Also, Sichtweite meine ich natürlich. Ich sehe ja diese Drops, die muss man halt manuell immer aufsammeln. Bam. Aber gut, ist halt so. Ja, die ganzen Fliegenpilze muss ich eigentlich alle gar nicht aufsammeln. Die bringen uns ja an sich erstmal sowieso nichts. Ich lasse sie einfach mal alle hier. Ne? Da vorne sind Birken. Und Äpfel. Ha, geil. Okay. Da haben wir also schon mal unsere erste Verpflegung. Übrigens wachsen jetzt, also ich bin schon etwas länger mein Test und früher war das halt noch nicht so, dass die Äpfel nachgewachsen sind. Da muss man also immer eine große Fläche suchen, wo Äpfel sind und die dann halt großflächig abernten, damit man halt Vorräte hat. Jetzt muss man das nicht mehr machen, weil halt die Äpfel immer wieder spawnen. Was sehr nice ist. Weil man an meinem ja, Gaumen erkennt, haben wir bereits jetzt schon über 3 Brote Defizit. Ich meine, ich weiß zwar nicht, warum jetzt, wenn einem Brote fehlen, einen Äpfel bringen, was bringen, aber gut, man muss ja nicht alles wissen. So, nichtsdestotrotz ist es hier ein bisschen offener, was so das Gelände angeht. Vielleicht kommen wir doch noch ans Wasser. Das wäre sehr schön. Vor allen Dingen ist es jetzt noch überhaupt nicht schlimm, wenn wir uns verlaufen, weil wir haben noch überhaupt keine Bleibe. Von daher müssen wir uns ja sowieso erstmal finden. Ich knöpfe gerade übrigens alles mit dem schönen Schwert ab. Und ja, es gibt hier auch Enemies. Habe ich extra eine Mod hinzugefügt, die hier ein bisschen. Man merkt ja auch, diese Tiere, die hier rumlaufen, sind nicht Standard, weil mein Test möchte halt extrem minimalistisch bleiben. Heißt also, man muss sich alles mit Mods dazu basteln.
Hat allerdings dafür auch die Freiheit, für alles, alle möglichen Mods einsetzen zu können. Heißt also, es gibt jetzt zigtausend verschiedene Mods, naja, also zigtausend jetzt nicht, aber es gibt halt ein paar große Mods, die so Tiere implementieren und da kann man halt gucken, aha, Wasser. Das sieht doch auf wie Wasser. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Dschungel, sehr schön, was ist das denn? Da sieht aus wie so ein Amboss, wollte ich gerade sagen, aber jetzt füllt es sich langsam doch ein bisschen. Springen wir hier? Nee, ist zu flach. Da werden wir definitiv sterben, wenn ich da runterspringen würde. Du da runter. Danke. Wir können ja hier runter. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich glaube trotzdem, dass wir noch ein paar Äpfel. Na, komm her. Danke. Danke. Wow. Danke. Danke. La li lu, wo der Mann im Mond schaut zu. Gott, verbringe erstmal die gesamte erste Folge, damit hier Äpfel zusammen zu pflücken. Apropos Äpfel, ihr sollt noch mal ein paar Äpfel essen. Dankeschön. So, was haben wir jetzt eigentlich überhaupt alles? Wir haben ein paar Samen. Kiefernsetzling. Tropensetzling. Okay. Normale Setzling. Also dieser Setzling spawnt hier solche Bäume. Normalen Apfelbaum, beziehungsweise halt Baum. Dich brauche ich eigentlich nicht wirklich. Die kannst auch weg. Du kannst... Ach, warte, ich behalte die am besten einfach alle. Buschsetzling. Okay, jetzt haben wir noch Akazienbuschsetzling. Baumwollensamen. Ja, das ist nice. Weizensamen, das brauchen wir hier, um selber Stroh anzupflanzen. Ist ja jetzt ganz schön viel, was ich hier ins initiale Inventar getan habe. Na gut. Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen erstmal hier relativ glimpflich ins Wasser zu kommen. Ach, hier kann man runter. Okay. Okay. Wow, wow. Wow. Hallo. Lehm. Oh, Kracke. Ja, es gibt hier übrigens keine Inventarhilfe. Also sowas wie ein Hilfesystem direkt im Menü gibt es hier leider nicht. Man muss sich also tatsächlich alles selber herleiten, beziehungsweise halt gibt es halt ein ganz normales Wiki, wo halt die ganzen Rezepte drin stehen. Da ich da natürlich jetzt im Let's Play nicht drauf zugreifen möchte, heißt das, wir werden relativ viel experimentieren müssen. Aber das war sowieso damals die Intention hinter Minecraft und Mindtest und all die Ableger. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Ich hätte gerne einen Strand, aber hier sieht alles nach diesem Baumzeug aus. Kann man zwar machen, ja doch, wir können uns eigentlich auch hier im Dschungel niederlassen. Achso, wir haben keinen Zoom, das ist natürlich scheiße. Ich schwimme das mal darüber. Bisschen mal gucken, was da so ist. Da sind auch ein paar Bäume. Okay, aber nicht wirklich das, was ich jetzt begehre. Boah. Ne, wir gehen mal in die Richtung. Mal gucken, was da so kommt. Auch wieder ein schicker Apfelbaum. Da. Hoffentlich kommt da noch was Brauchbares. Ja, übrigens, anders als bei Mindtest, kann man hier endlos weit nach unten buddeln. Also, ob endlos weit geht, weiß ich nicht. Aber, also endlos weit sowieso nicht. Weil Mindtest hat eine Weltbegrenzung bei, glaube ich, 65.000 in allen drei Dimensionen. Aber man kann halt eben sehr, sehr weit nach unten buddeln und halt nicht nur die schlappen 64 oder 100 Blöcke, wie bei meinem Klon.
Ja, ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber es sieht tatsächlich schick aus hier. Ich glaube, wir lassen uns hier nieder. Also ist hier auch alles so ein bisschen abgeschottet. Gut, okay, zu der Seite hinten ist es relativ offen. Aber es sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Ja, doch, das gefällt mir. Mal schnell Apfel reinpfeifen, Dankeschön. Ja, doch, hier sieht es doch super aus. Komm, hier bleiben wir. Perfekt, da vorne ist auch Wüste. Meine bringt uns jetzt nicht allzu viel. Scheiße, halt, ich will wieder rauf, danke. Aber das verleitet so ein bisschen Atmosphäre, so ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, wir bleiben hier doch. Doch, doch, hier bleiben wir, genau hier. Okay. Das heißt, wir suchen uns erstmal ein kleines Hütchen. Ich glaube, ich nehme am besten gleich. Bauen wir uns hier den Berg rein? Der Rentner ist ein bisschen zu groß. Der ist. Nein, aber der Berg hier, der steht halt so perfekt mitten im Weg. Deswegen können wir den gleich mal benutzen, um uns da ein bisschen reinzubauen. Komm, machen wir auch. Okay. Du kommst weg. Kiste haben wir auch gleich mal ein bisschen Kohle hier. Das läuft doch schon mal wie am Schnürchen. Da. So, bauen wir mal hier alles weg. Wobei ich muss jetzt immer dran denken, dass wir jetzt mittlerweile hier Multiplayer spielen, also online. Das heißt also, ich werde die Gegend hier auch erstmal sichern. Das heißt, ich springe jetzt hier ins Wasser. Area Position 1. Ja, muss ich ein bisschen beeilen, ansonsten ersäuft man nämlich. Und dann klettere ich da hinten auf den Berg rauf und das ist ein relativ guter Quadrat. Damit all das hier mein Gebiet. Ich weiß gar nicht, wir sind ja ein normaler Benutzer. Ich weiß gar nicht, ob wir da die Gebiete unendlich groß machen können. Oder ob wir da gleich einem Limit erliegen. Aber ich hoffe mal, bis da oben kommen wir. Finde ich übrigens relativ gut, dass man Gebiete nur in einer bestimmten Größe anlegen kann. Ansonsten können natürlich irgendwelche Noobs, die hier rumtrollen wollen, natürlich erstmal die gesamte Map unter ihre Fittiche nehmen. Das wäre natürlich ein Bullshit. Okay, und jetzt, wie war das? Ich habe keine Ahnung. Wie war denn das? Protect. Protect. Ah ne, nur Name. Home. Ah, Area is too big. Fuck. Das habe ich mir erwartet. Das habe ich erwartet. Die Frage ist nur, wie groß ist die maximale Größe? Das wüsste ich jetzt doch echt gerne. Ich gehe am besten da oben erstmal rauf. Mal gucken. Das sollte von der Größe auch schon reichen. Wenn wir uns aber vorsichtshalber mal ein bisschen nach oben buddeln. Na. Zur Not muss ich halt wirklich mal ein bisschen eine Einstellung rumstellen, dass man doch ja, doch größere Bereiche. Fuck, ist immer noch zu groß. Wie groß ist denn die Maximalgröße? Das weiß ich gerade gar nicht. Na komm. So, von mir aus mal hier direkt auf den Berg. Immer noch zu groß. Okay. Die Frage ist, wie groß können wir maximal werden? Das ist eine Frage, die sollte man seinem Anwalt stellen. Dann immer weiter, immer höher hinaus, los, machen wir. Meines Erachtens nach waren es irgendwas so um die 100 mal 100 oder sowas. Kann auch sein mit 64 mal 64 oder so ein Scheiß. Irgendwie so eine ganz coole Scheiße halt. So.
Ja, perfekt. Das klingt gut. Okay. Okay. Gut, dann haben wir jetzt schon mal unser Haus. Was hast du hier für eine Kuh? Oh, Leder. Daraus können wir jetzt Rüstung bauen. So. Ja, dann würde ich mal sagen, protected haben wir unsere Gegend bereits. Dann können wir jetzt anfangenderweise aufhören damit mit der Runde und dann sehen wir uns, ne? In dem Sinne auf jeden Fall, schau mit V.